einen Happy Weltuntergang gehabt? Na, Weihnachten wird schlimmer. Armageddon im Familienkreis, Karpfenapokalypse. Na, schauen Sie halt, das ist Überleben. Ja, und jetzt ist dieser Uwe Scheuch rechtskräftig verurteilt. Und das Schönste daran ist, wie irgendein Poster in irgendeinem Postingforum oder in einem Social Network geschrieben hat, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ein Freiheitlicher wurde dafür verurteilt, weil er einen Ausländer illegal einbürgern wollte. Ja, Sachen gibt's. Aber jetzt zu einem anderen wichtigen Thema. Demnächst ist ja diese Abstimmung über die Wehrpflicht, also ob die beibehalten werden soll oder abgeschafft werden soll. Ja, und ich habe mir da ja gedacht oder zumindest für möglich gehalten, auch wenn diese Abstimmung parteipolitisch motiviert war und ist. Also die offenkundige Motivation ist ja, die SPÖ ist für die Abschaffung der Wehrpflicht, weil sie sich dachte, damit kann sie populär bei jungen Leuten werden. Und die ÖVP ist für die Beibehaltung der Wehrpflicht, weil die SPÖ für deren Abschaffung ist. Also unter diesem Motto, wenn die für das sind, sind wir fürs Gegenteil. Ja, also trotz dieser offensichtlichen parteipolitischen Motivation ging ich vor ein paar Monaten noch von Folgendem aus. Das ist letztendlich doch eine Sachfrage und es ist so sehr eine Sachfrage, dass einem eigentlich am Ende gar nichts übrig bleiben wird, als eine vernünftige Diskussion zu führen, in der alle Argumente und alle Modelle und alle Kosten gegeneinander gestellt werden in der Diskussion. Und die Fronten zwischen Befürwortern und Ablehnern werden kreuz und quer durch alle Parteien gehen, sodass es am Ende eben eine Abstimmung über eine Sachfrage gibt, wo die Bürger einigermaßen ausreichend informiert sind und die Vorstellung, dass damit politisches Kleingeld gewechselt werden kann, die trägt dann eh nicht mehr, sodass die parteipolitischen Egoismen sich auch verflüchtigen werden. Naja, und ganz recht behalten habe ich mit dieser Annahme bisher noch nicht, aber was weiß man, kann ja noch werden. Also das große Problem bei dieser Abstimmung ist natürlich Folgendes. Wenn wir für die Wehrpflicht stimmen, wissen wir, was wir dafür kriegen. Also das, was wir eh schon haben, grosso modo. Aber wenn wir gegen die Wehrpflicht stimmen, dann stimmen wir nicht für die Abschaffung des Bundesheers oder sonst irgendwas ab, sondern für ein Berufsheer, von dem wir nicht recht wissen, wie es funktionieren wird. Da rechnen uns jetzt ein paar Prognostiker was vor. Die einen sagen, es wird ganz viele Bewerber geben, die anderen sagen, es wird überhaupt keine Bewerber geben. Die einen sagen, ein kleines Berufsheer wird ganz kostengünstig, die anderen sagen, ein echtes Berufsheer wird ganz teuer. Und vor allem wird nicht diskutiert, was dieses Berufsheer eigentlich können soll, ob es überhaupt was können soll oder nur Katastrophenschutz, ein bisschen Grenzüberwachung und ein paar spezielle internationale Aufgaben. Und in welchem Verbund? In einem künftigen EU-Verbund. Aber wer wiederum braucht, ganz praktisch und realistisch gesehen, in einem EU-Verbund ein österreichisches Bundesheer, österreichische Truppen, die, wenn sie ein Gewehr in die Hand nehmen, sich eh nur in den Fuß schießen. Also all diese Fragen sind ziemlich ungeklärt und das bedeutet natürlich, wir müssen auf Basis mangelnder Klarheit abstimmen. Und dennoch, obwohl man so viele Dinge nicht weiß und so viele Gründe im Wagen bleiben, glaube ich, dass am Ende genügend Gründe da sind, für die Abschaffung der Wehrpflicht zu stimmen. Oder besser ein Grund, ein ganz essentieller Grund, weil dann einfach nicht mehr Zehntausenden jungen Menschen wichtige Monate ihres Lebens sinnlos gestohlen werden. Und ich denke übrigens nicht einmal, dass Wehrpflicht grundsätzlich etwas ist, was sich mit demokratischen Freiheiten schlägt. Ein demokratisches Gemeinwesen kann sich schon darauf verständigen, einen solchen Pflichtdienst aufrechtzuerhalten oder einzuführen, wenn es dafür gute Gründe gibt. Aber es muss dafür eben wirklich gute Gründe geben. Und die sind in Österreich schon lange nicht mehr sichtbar. Das sieht man ja schon an den Argumenten, die die Anhänger der Wehrpflicht vorbringen. Was ist denn da zu hören gewesen in den vergangenen Monaten? Also eines der doofsten Argumente kam von der Gabi Burgstaller, die meinte, dass Wehr und Zivildienst oder Zivildienst den jungen Männern schon gut tut, wegen der Disziplin und so, die sie dort lernen. Entschuldigung, das ist ein Spießer-Argument, das man in den 70er Jahren vielleicht noch gehört hat, häufiger, heutzutage eh nicht mehr. Also ganz klar gesagt, nichts lernen junge Männer beim Heer, was ihnen gut tut. Blinde Unterordnung unter eine Sache, von der alle wissen, die Offiziere und die Unteroffiziere eingeschlossen, dass sie völlig sinnlos ist. Das ist es, was sie lernen beim Bundesheer. Also nichts, was der Mensch fürs Leben braucht. Ich meine, geht's noch? Diese jungen Leute kommen gerade von der Schule, wenn es gute Pädagogen und Pädagoginnen nicht geschafft haben, denen klarzumachen, was ein sinnvolles Leben ist oder wofür es sich lohnt, sich anzustrengen oder meinetwegen auch Opfer zu bringen, dann sollen das frustrierte Vizeleutnants schaffen? Ehrlich, das glaubt wirklich wer? Nein, das glaubt eh keiner. Also das Einzige ist, 10 oder 20,
völlig unterschiedliche junge Männer werden für ein paar Monate in ein Zimmer gesperrt und sind dann gezwungen, miteinander auszukommen. Das ist ein interkulturelles Lernen, das es beim Heer gibt. Das ist schon nicht wenig, aber es ist das Einzige, was mir positiv einfällt. Komischerweise hört man übrigens von dem eher selten, aber es ist wirklich das einzig Positive am Heer. Also zumindest das einzig positive Argument für die Wehrpflicht. Mir fielen noch ein paar Argumente für das Heer als solches ein, zum Beispiel, dass es Arbeitsplätze schafft für Leute, die am freien Arbeitsmarkt überhaupt keine Chance hätten, und damit ist es ein Arbeitsbeschaffungsmodell, dass die Leute zumindest irgendwie ja Geld haben und gleichzeitig nicht nur von der Stütze leben, sondern irgendwas tun. Aber das hat ja an sich überhaupt nichts mit der Wehrpflicht zu tun. Und das wichtigste Argument überhaupt, das vorgebracht wird für die Beibehaltung der Wehrpflicht, ist folgendes. Wenn es keine Wehrpflicht gibt, dann gäbe es ergo auch keinen Zivildienst. Und wie halten wir dann unsere sozialen Dienste aufrecht? Also das Rote Kreuz, die Caritas, die Volkshilfe, die Freiwillige Feuerwehr und was auch immer. Und das ist natürlich schon schön, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das einzige Argument, das den Militärfans noch für die Wehrpflicht einfällt, ist der Zivildienst. Kann man ja noch erinnern an eine Zeit, wo die Zivildiener von den Militärfans als Drückeberger angesehen wurden. Und jetzt sind die Zivildiener gewissermaßen die letzte Existenzberechtigung des Militärs. Ja, so ulkig kommt es manchmal. Beziehungsweise sagt man, ohne Zivildienst wären die sozialen Dienste viel zu teuer, wenn man sie anständig bezahlen würde, so wie das Modell vorsieht, das der Sozialminister vorgelegt hat. Aber das gegenwärtige System hat natürlich auch seine Kosten, und vor allem hat es viele versteckte Kosten, die nicht so einfach zu berechnen sind. Monatelange Verzögerung des Berufseinstiegs für jede Männergeneration, der Einkommensausfall, der daraus entsteht, auch die Auswirkungen auf die Lebenseinkommenskurve, all das ist ja nicht folgenlos und zweifelsfrei sehr teuer, auch wenn es sich nicht auf den Euro genau kalkulieren lässt. Wie man es also dreht und wendet, wir werden unter den gegenwärtigen Bedingungen kein Argument finden, das stichhaltig genug ist, keinen Grund finden, der schwerwiegend genug ist, dass sie so einen massiven Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht, in die Selbstbestimmung von Menschen rechtfertigen könnten, wie es eben die Wehrpflicht ist. Und das ist für mich schon das Schlüsselargument, vor dem sich letztlich alle Detailargumente verflüchtigen. Es gibt keinen Grund, der schwerwiegend genug ist, einen solchen massiven Eingriff in die Selbstbestimmung von Menschen zu rechtfertigen. Punkt. Und deswegen glaube ich, dass wir es eigentlich unseren Kindern und Enkeln schuldig sind, dahin zu gehen und für die Abschaffung der Wehrpflicht zu stimmen.